Atomisten. Ein komischer Name. Also das klingt so nach Atomkraftwerk oder Atomspaltung. Oder Atomkraft? Nein, danke. Keine Angst. Du musst nicht wieder die alten Demoschilder rausholen. Mit Atomspaltung hatten die Alten nichts im Sinn. Atome sind unteilbar. Das sagt ja schon der Name Atomos. Sag bloß, du kannst Griechisch. Als wir im Urlaub waren, ja, da wollte ich ein bisschen angeben und da habe ich was, da habe ich so ein paar Worte gelernt. Ja? Fleißig, fleißig. Wie hieß sie, deine Urlaubsbekanntschaft? Oh, sorry, tut nichts zur Sache. Also, da stand in dem Buch zum Beispiel, dass das Wort Element aus dem Alphabet kommt. Die Buchstaben L, N und M. Hintereinander gesprochen, nee, die Buchstaben L, M und N hintereinander gesprochen, das gibt Element. LMN. Ich kenne da noch YMCA. Ja, sorry. Erzähl weiter. Und so, wie alle möglichen Worte aus wenigen Buchstaben bestehen, so besteht die ganze Welt und bestehen alle Dinge nur aus Atomen. Ja, nur auf die richtige Anordnung kommt es an. Ja, so soll es direkt Demokrit gelehrt haben. Interessanter Mann. Mir fällt ein, dass es da auch noch jemanden namens Leukipp gibt. Das war doch sein Lehrer, Ebenfalls Atomphysiker. Sollte ein Scherz he? sein. Nein, du hast vollkommen recht. Im Grunde waren das die ersten Atomphysiker. Ah. Die hatten damals ein halbes Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung wirklich hochwissenschaftliche Ansichten. Zitat: Kein Ding entsteht planlos, sondern aus Sinn und unter Notwendigkeit. Und ich dachte immer, damals lebten die Leute noch auf Bäumen und ernährten sich von Bananen. Und dabei waren sie schon fast so weit, dass sie Atomkraftwerke konstruieren konnten, die alten Griechen. Ja, zumindest im Geiste, siehst du? So kann man sich irren.